Hey Leute, letztes Mal haben wir in den Bilder gevloggt, das heißt, wir vloggen jetzt ein bisschen in den Hofer. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie die Verkäuferinnen zu uns sein werden. Und da kann ich ihn supporten und ich bin mal ganz viel Spaß mit den Highlights. Let's go! Also ich würde sagen, wir kaufen jetzt keine ungesunden Sachen, weil ja, Capri-Sonne, okay, das ist schon ein bisschen ungesund, aber naja. Oder sollen wir, ich weiß halt nicht. Also vielleicht werde ich ja nächstes Mal so ein Video machen, halt, wo ich, werde ich wahrscheinlich mit meinen Freunden vloggen, wahrscheinlich. Ich weiß halt nicht, aber ja, jetzt sind meine Freunde krank, das ist das Problem. Ich weiß immer noch nicht, was ich kaufen soll. Ich meine, in den Billa hatte ich ein paar mehr Ideen auf jeden Fall, aber jetzt irgendwie nicht. Ich suche gerade Capri-Sonne, aber Leute, ich weiß nicht wo. Ich kenne mich bei dem Hofer nicht so gut aus. Ich bin jetzt zum allerersten Mal alleine in den Hofer drin. Naja, dann kaufen wir uns, würde ich sagen, Haribo, weil, keine Ahnung. Mir fällt halt einfach nichts mehr ein, also. So, was nehme ich denn hier? Alles ungesund. Ja, aber letztes Mal haben wir uns diese Haribo gekauft. Jetzt kaufen wir uns, würde ich sagen, die, oder? Na komm, wir nehmen die, würde ich sagen. Also ich darf wieder maximal 5 Euro ausgeben, haben meine Eltern gesagt. Natürlich kann ich auch verstehen, ich habe auch nur 5 Euro mit. Also jetzt kaufe ich mich nicht so gut ein, aber naja, wir kaufen, ich weiß halt nicht, was ich noch kaufen soll. Ich meine, bei dem Hofer kenne ich mich nicht so gut aus wie im Billa. Also wahrscheinlich hätte ich zu dem Billa hingehen sollen, aber ja, dass ich jetzt schon einkaufe, dann kaufe ich mich schon ein. Also ich habe jetzt 3 Stunden, deswegen, naja, ich würde sagen, wir gehen schon bezahlen. Wie viel Euro ist das? Also dieser Bezahlen wird hoffentlich nicht so peinlich sein wie letztes Mal, weil letzten Montag, ja, habe ich euch schon erzählt, das war nicht so geil, aber 1,39 Euro. Ey, das ist, ja, schon irgendwas, aber fast nichts. Ja, aber die bezahlen werde ich euch jetzt wieder nicht filmen, glaube ich, oder? Ich meine, ja, wir sehen uns draußen wieder. Ich gehe, würde ich sagen, bei die Kasse 3 bezahlen. So, Leute, ich bin jetzt hier draußen auf jeden Fall. Ja, ich hatte jetzt keine Probleme beim Bezahlen. Also ja, schaut mal, hier ist Coronavirus, so schützt man sich. Also wenn man hohen Fieber hat, dann, ja, das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Masken auf jeden Fall. Ja, Abstand halten. Und ja, das ist, keine Ahnung. Aber naja, ich chill jetzt ein bisschen hier. Auf jeden Fall, ja, nicht bei der Sonne, weil, ja, keine Ahnung. Also, ich lege meine Sachen auf jeden Fall hier hin. Was? Kundenkarte. Okay, keine Ahnung, aber egal. Ja, ich habe. Das ist meine einzige, die ich mich eingekauft habe. 300 Gramm. Ja, ich will jetzt. Ich habe jetzt nichts zum Trinken gekauft, aber. Naja, ich nehme mal meine Maske runter. Ja, war sehr spaßig heute wieder mal. Also, ja, vielleicht werde ich ja. Nächstes Mal könnte ich bei dem Spar ja, vloggen, aber naja, keine Ahnung, ob ich das machen soll. Wirklich, aber ja, soll ich das schon aufessen? Ich chill jetzt ein bisschen. Ja, eigentlich hätte ich etwas zum Trinken kaufen können. Ja, das wäre jetzt los, aber naja, ich würde sagen, das reicht schon. Ich meine, es ist halt ungesund, was ich gekauft habe. Ja, schon. Gar keine Frage, aber naja. Ja, ich habe hier meine eklige Maske. Es ist echt hässlich, diese Maske. Aber naja, die regt mich halt schon auf. Also ja, ich hab jeden Montag in die 5. Stunde, glaube ich, Freistunde. Also von 12.30 Uhr bis 13.25 Uhr. Also es ist jetzt in 10 Minuten 13 Uhr. Also um 13 Uhr bis 13 Uhr bleibe ich meistens hier. Aber jetzt habe ich nur 1,39 Euro ausgegeben und ich könnte eigentlich schon in den Hofer rübergehen, aber ist okay. Ich werde jetzt nicht in den Hofer drüber gehen, auf jeden Fall. Nein, ich meine in den Billa. Ne, ja, genau, ich verwechsle das immer. Keine Ahnung, wieso, aber naja, das ist schon echt los, dass ich das verwechsle, aber naja, egal. Auf jeden Fall, ich bleibe jetzt ein bisschen hier. Ich nehme nie meine Schulter schon mit, auf jeden Fall. Und ja, jetzt werde ich euch wieder zeigen, dass ich, wie ich in die, und meine Mittelschule zurückgehe, weil um 13.25 Uhr ist meine Freistunde aus.
Also die Freistunde beginnt so circa um 12.25 Uhr oder 12.30 Uhr, keine Ahnung. Einer von beiden oder 12.35 Uhr, nee, 12.30 Uhr, so circa, zwischen 12.25 Uhr und 12.30 Uhr. Also, naja, also das ist echt ungesund, wie gesagt. Aber, naja, es schmeckt halt lecker, ne? Also, naja, aber man soll nicht so viel davon essen. Also, ich werde meine restliche Freistunde auf jeden Fall in die Mittelschule verbringen, auf jeden Fall. Denn, ja, um 13 Uhr gehe ich immer zurück. Also, ich könnte eigentlich noch in den Billa rübergehen, da Billa, auf jeden Fall. Aber, naja, bisher waren die Stunden, das ist immer gleich, die Stunden, also Doppelstunde Deutsch, Englisch, Zeichnen, Sport und dann Freistunde und dann Doppelstunde Werken. Ich habe noch 2 Stunden. Also in die Früh ging es mir richtig schlecht, in die Deutschstunde, weil ich war natürlich wieder mal so lost und habe meine Maske nicht runtergetan, so wie jetzt. Weil ich kann eigentlich meine Maske runtergeben, aber natürlich war ich so lost und habe es nicht getan. Deswegen ging es mir schlecht, aber dass ich meine Maske runter jetzt geben darf, das ist Gott sei Dank. Jetzt ist hier keine Maskenpflicht auf jeden Fall, das ist sehr geil. Also ja, wir gehen auf jeden Fall gleich zurück. Auf jeden Fall, ich chill hier ein bisschen, ruhe mich ein bisschen aus. Aber Haribus, ich soll das, glaube ich, nach die Werkstunde essen, weil ich glaube, es ist schon gleich Mittag auf jeden Fall. Also es ist schon Mittag, es ist schon Nachmittag auf jeden Fall. Aber naja. So Leute, ich glaube, wir gehen jetzt zu der Mittelschule zurück. Es ist noch nicht 13 Uhr, aber naja, egal. Man kann jederzeit zurückgehen auf jeden Fall. Also jetzt gehe ich in die Mittelschule zurück auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht ordentlich eingekauft, aber nein, das passt schon auf jeden Fall. Also ja, wir gehen jetzt zu der Mittelschule zurück auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt in die Mittelschule auf jeden Fall zurück. Da ist der Hofer. Also ja, die Verkäuferinnen sind eigentlich fast gleich nett, nur halt, ja, die sehen eher anders aus, aber naja, ja, jeder sieht auf jeden Fall anders aus. Achtung, dieser Weg wird bei Schneelage nicht geräumt, bei Glatteis nicht bestreut. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Okay, ich kann jetzt nicht lesen. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung, aber naja, egal. So, da ist unsere Mittelschule, man kann es kaum sehen, aber naja, das war jetzt eine andere Freistunde, auf jeden Fall. Also ja, bei dem letzten Freistunde konnte ich ja besser reden und so, aber so, hier ist mein Haribo. Das lasse ich, würde ich sagen, schon in die Mittelschule, denn naja, letztes Mal habe ich mehr eingekauft. Ja, es war krasser. Die Bezahlung war damals echt lost. Aber naja, jetzt war das ganz okay. Und jetzt dreimal umschauen. Okay, natürlich kommt ein Auto. Ja, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dreimal umzuschauen. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, ja, der Vlog wird jetzt nicht zu lang gehen, würde ich sagen. Also, naja, also wahrscheinlich vielleicht länger als der letzte, aber naja. Boah, es ist sau heiß. Es ist irgendwas mit 31 Grad safe, weil es ist sau heiß. Es ist sehr, sehr warm. Auf jeden Fall. Ja, ich schwitze schon. Also Gott sei Dank durfte man die Masken runternehmen, weil sonst wäre das sehr, sehr lost. Ansonsten würde ich das niemals durchhalten. Auf jeden Fall. Aber ja, ich bin jetzt gleich in die Mittelschule. Also ich gehe, würde ich sagen, wieder zu diesem ruhigen Platz hin, weil es ist sau heiß. Also, man kann es gar nicht fassen. Okay, da gehe ich immer halt lang. Meine Maske ist noch immer noch da. Man darf die Maske auf gar keinen Fall verlieren. Also, meine Schultasche ist auf jeden Fall in die Klasse, das weiß ich. Weil ich nehme, wozu soll ich bitte eine Schultasche mitnehmen? Also, ja, vielleicht zeige ich euch heute noch in diesem Video, was ich eigentlich nach der Schule mache. So Leute, ich bin jetzt auf diesem ruhigen Platz, wo ich auch letztes Mal war. Und ja, jetzt esse ich ein bisschen Haribo, würde ich sagen. Ich setze mich hier hin, auf jeden Fall. Und das war sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Also man kann es gar nicht fassen. Also
Ja, ich habe nichts ordentlich eingekauft. Ich habe eigentlich nur das eingekauft, aber ja, was echt fast nichts ist, aber 1,37 Euro hat es gekostet. Also ja, eigentlich kaufe ich immer etwas zum Trinken, aber jetzt habe ich keinen Durst und ich wollte halt nicht wieder Probleme beim Bezahlen haben. Also jetzt würde ich sagen, ich lege mal die Kamera hier hin. So passt es. Okay, ich mache mal die Haribo auf. So nice. Okay. Nicey, Leute. So, und jetzt esse ich ein bisschen. Schmeckt sehr lecker. Also jetzt habe ich diesen Lehrerin von der Mittelschule nicht getroffen, wie letztes Mal. War geil letztes Mal, ne? Da habe ich diesen Lehrer getroffen von der Mittelschule, von dieser Mittelschule. Aber leider darf ich jetzt nicht reingehen und so in die Mittelschule. Also ich darf schon, aber ich darf mein Handy nicht mitnehmen. Also jetzt ist 13 Uhr, oder? Eigentlich ja, jetzt ist 13 Uhr. Also ich werde jetzt nicht zu viel Haribo essen, weil ja, ich werde ein paar schon aufessen, aber nicht allzu viel, weil... Ja, ich werde das noch für zu Hause auch behalten. Und wisst ihr, was geil ist? Wir haben keine Hausübung bekommen. Also, wir haben es in die Sportstunde gemacht. Also, ja, das war schon ziemlich geil. Also, die Lehrerin war sehr, sehr nett, weil eigentlich könnten wir spazieren gehen, aber dafür haben wir keine Hausübungen. Also, wir haben heute echt viel zu tun gehabt bei die Deutschland. Wir haben 2 Stunden gearbeitet, aber dafür gibt es auch keine Hausübungen in Deutsch, also auf jeden Fall. Also morgen haben wir kein Deutsch und übermorgen habe ich wieder Deutsch, auf jeden Fall. Also ja, aber diese Haribo, ich habe das Gefühl, dass ich müde werde, aber irgendwie ist es ganz genau umgekehrt. Es bringt mir Energie. Irgendwie, keine Ahnung. Aber in die Früh ist es sehr ungesund. Also ab so Mittag, so um 12 Uhr oder so, kann man schon das essen, aber sonst nicht. So um 11 Uhr, nein, das ist nicht so nice. Ich esse auch nicht so viel Haribo. Ich esse nur manchmal. Auf jeden Fall. Also ja, manchmal darf man schon Haribo essen. Naja, okay, dann ja. Aber nicht, also nur laufend so, wenn man jetzt nach einem Tag das alles auf isst. Uiuiui, das wird auf jeden Fall problematisch, weil dann hat man arg Bauchschmerzen und ja, das ist nicht so geil. Also eigentlich, also früher bin ich in die Freistunden... Ah oh, nee, lost. Also früher in die Freistunden bin ich immer nach Hause gegangen, aber naja, jetzt zur Zeit nicht, weil jetzt gehe ich immer einkaufen auf jeden Fall, weil, naja, weil das ist irgendwie geiler. Also dann treffe ich auch meinen Vater so, ja, keine Frage, aber ja, es ist schon besser auf jeden Fall nach Hause zu gehen, aber es macht Spaß einzukaufen auf jeden Fall. Also, na, ich werde schon eine Freistunde suchen, wo ich nach Hause gehe, also... Ja. Also, Leute, ich meine, eigentlich hätte ich erst jetzt hierher kommen sollen, aber na, ich bin schon ein bisschen früher hier. Also, ja, um 13.25 Uhr beginnt meine Werkstunde. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe schon bei dem letzten Vlog euch schon das gesagt. Man hat in die 4. Klasse 2 Freistunden, was ziemlich, ziemlich geil ist. Also letztes Mal haben wir auch mehr eingekauft. Also ausgerechnet ist es nur noch 2 Wochen Schule. Also ja, das heißt, diese eine Woche arbeiten wir noch ganz normal. Und nächste Woche wird auf jeden Fall eine schöne Schulwoche. Auf jeden Fall. Also ja, das ist echt geil. Muss ich sagen. Also 2 Wochen noch, dann ist Sommerferien. Dann gehe ich nach Hause in meinen Heimatdorf und ja, das werde ich machen auf jeden Fall. Also ja, ist auf jeden Fall geil. Aber ich gehe jetzt gleich zurück, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also naja. Also ich habe in 2 Stunden auf jeden Fall aus. Ja, Leute, ich habe jetzt noch 2 Stunden und ich glaube, ich mache dieses Video hier auch noch, was ich halt nach die Schule halt so mache.
Das werde ich euch natürlich auch zeigen. Also wird eine sehr lange Folge werden auf jeden Fall. Also ja, ich weiß nicht wie lang, aber so, ja, schon lang. Also ich gehe jetzt zu der Mittelschule zurück. Also, ja. Oh. Ich muss noch 2 Stunden aushalten. Also bis in 2 Stunden. Bei euch dauert das natürlich sehr, sehr kurz.